Voyager, wir suchen nach der Erde, nach dem richtigen Weg, der irgendwo liegt und unsere Träume bewegt. Es entsteht eine Hoffnung, unser Ziel wiederzufinden, während wir uns mit Bob 5 um Sterne rumwinden. Verschwinden mit der Zeit Ängste, die am Anfang da waren, als wir erfahren haben, dass wir uns verplant haben. Frei, aber gefangen in einer fremden Galaxie, treffen wir Lebewesen, Fan von jeder Theorie, die noch nie jemand wie unsere Kompanie vorher sah oder sie irgendwie vermutet hat. Energie, ha, wir mieten uns hinab, um auf dem Boden fremder Intelligenzen zu stehen, Welten zu sehen, versuchen zu verstehen, als Mannschaft uns zu zeigen, einen Teil von dem System. Wir reisen durch grenzenlosen Raum, quer durch die Galaxie und teilen dabei denselben Traum. Mission Voyager. Mission Voyager. Auf der USS Voyager, wir fliegen durch den Raum ohne Funkfeuer beteuert. Ja, Ratlosigkeit macht sich breit in dieser Zeit. Zu jeder Schwierigkeit sind wir jetzt bereit als eine Crew, geboren aus der Not. Feinde wurden zu Freunden, sitzen nun in einem Boot, bedroht durch die Kraft einer Macht, die das schafft. Was vorher als undenkbar galt, das wurde nun vollbracht. Vereinigung der Rassen und Klassen, die nicht zusammenpassen, aber nun gelassen sich zusammenfassen. Antimaterie treibt uns durch den Raum und die Zeit. Wie weit? Wer weiß das schon Bescheid, außer Janeway, Chakotay und der ganze Magie. Zusammen mit der Crew kriegen wir die Energie, die wir brauchen für den Flug mitten durch die Galaxie. Unser Weg ist vorbestimmt und die Erde das Ziel. Wir reisen durch grenzenlosen Raum, quer durch die Galaxie. Nehmt uns mit auf den Thron und teilen dabei denselben Traum. Mission Voyager. Mission Voyager, der Weg ist das Ziel. Wie weit, wie weit, wie weit, wie weit? Der Weltraum. Unendliche Weiten, keiner kann sie beschreiben, denn keiner kann sie durchschreiten. Viel zu viel Raum, um alles logisch zu sehen. Nicht alles, was mit uns passiert, kann man gleich verstehen. Wir analysieren, protegieren oder eliminieren das Problem, doch eines darf es nicht berühren. Die oberste Direktive hat nach wie vor Bestand. Sie lenkt noch immer unseren Geist und führt auch unsere Hand. Ehre, wem Ehre gebührt, wer weise Entscheidungen trifft und sie ausführt, sich nicht aufgibt. So hoffnungslos es scheint, ist er doch an Bord hier keineswegs allein. Allein die Hoffnung ist das, was uns treibt. Die Hoffnung auf dem Weg nach Hause ist das, was uns bleibt. So ziehen wir weiter in alter Tradition und träumen von der Erde und der nächsten Generation. Wir reisen.